Private Hilfsorganisationen und Ambulanzunternehmen stehen während der Pandemie vor erheblichen Hürden. Wenn sie für die Menschen in Amerika an vorderster Front stehen, wenn sie eine 9-11-Krise haben, dann sind wir für sie wirklich der Unterschied zwischen Leben und Tod. Und wir können dieses hohe Niveau der Hilfeleistung nicht gefährden. AMR Las Vegas gehört zu jener Hand von privaten Hilfsorganisationen in der amerikanischen Ambulanzvereinigung, die medizinische Krisen in Nevada behandelt. Es ist ein Beruf, der in Covid-19-Zeiten noch riskanter geworden ist. Das System ist an einem kritischen Punkt angelangt, wenn man sich ansieht, wie Dienstleistende krank werden. Aber während Krankenhäuser und Pflegeheime mehr als 30 Milliarden an Covid-Abhilfen erhalten haben, bekamen private Krankenwagen nur etwas mehr als 1% davon. Bei 350 Millionen liegen die Hilfen. Nun, wie Sie sich vorstellen können, sind diese Mittel leicht erschöpft. Er sagt, die Bundesbehörden hätten ihnen etwa $4.500 pro Krankenwagen gegeben. Sagt aber auch, dass die Pandemie die Betriebskosten jedes Krankenwagens um $43.000 pro Jahr erhöht habe. Vieles hängt zum größten Teil mit zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung zusammen. Und sie kennen die Personalausstattung und die Überstunden, die wir leisten. Wir, die da draußen jeden Tag arbeiten, um unsere Gemeinden zu schützen, haben einen solchen Bruchteil davon erhalten, sodass, um es wirklich zu relativieren, derselbe Anteil des Verhältnisses wie zum Beispiel eine Zahnarztpraxis wäre. Unter anderem verursacht die Covid-Krise generell auch eine Verlangsamung bei der Lieferung von Arzneimitteln, insbesondere für die ländlichen Gemeinden. Aber während er und andere Ambulanzunternehmen weiter auf eine Antwort für eine Abhilfe warten, gibt es trotzdem keinen Grund für die Einwohner Nevadas, in Panik zu verfallen. Da wir hier in Südnevada eine so große Belegschaft haben, sind wir in der Lage, zusätzliche Leute zu holen, um mehr Einheiten zu besetzen, die in der Lage sind, das zu kompensieren. Es heißt allerdings, dass aufgrund von Einnahmeverlusten die Krankenwagen nun um einiges teurer werden könnten, wenn die Zahl der Neuinfizierten weiter in die Höhe schießt. Wir müssen sicherstellen, dass die Gemeinschaft das Richtige tut. Masken tragen, Hände waschen, Social Distancing. Damit werden wir weiterkommen und können ihnen weiter in der Not helfen.